Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zur zweiten Folge Survival Games mit Fidikado und Monat 1. Hi ho. Wir spielen die zweite Folge auf dem Server Rennschnitzel, auch wieder den Link unten in der Beschreibung und freuen uns, dass ihr auch dabei seid. Oh, Vote habe ich jetzt total verpasst durch das Quatschen. Wir spielen Lost Island. Okay, naja, ist egal. Dann habe ich nicht gewotet. Kenn ich die Map oder kenne ich die Map nicht? Tja, keine Ahnung. Hier sind die Maps recht klein, muss ich sagen. Auf dem Rennschnitzel. Also die Maps, wo ich bis jetzt gespielt habe. So, Bip. Wo bist du dann? Links ist du nicht, rechts bist du nicht. Du bist wahrscheinlich an der anderen Seite des Turmes. Ja, so ja da hinten, ich sehe deine Mütze. Echt? Was, ich habe eine Mütze? Okay. Ja, nee, dein Köpfchen da. Okay, na, jeder nimmt sich eine Kiste. So wie es aussieht, kann jeder nur eine Kiste nehmen, das ist gut. Also es sind nicht weniger als Spiele irgendwie. Was ein spannender finaler Countdown. Und was habe ich Tolles? Schon ein Schwert, wo bist du jetzt? Da bist du. Okay. Hier, hast du irgendwas? Eisen und Schwert. Was? Ein Schwert und Eisen. Ein Schwert, okay, das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was Schönes. Damit kann man schon mal was anfangen. Du hast eine Rüstung, das passt. Gib mir einfach die Rüstung. Achtung, da hinten sind Spieler. Hinter dir, oder? Nee. Ja, nee, hinter uns. Da ist einer vorbeigelaufen, gerade einfach so. Ja, ist ja auch noch Frieden, ne? Ach so, okay, ich dachte schon. Okay. Was machen wir jetzt? Auf jeden Fall nicht in die Spielermenge laufen. Nee. Also rennen wir einfach mal in die Richtung. Wieder zurück zur Arena. Ja klar, warum nicht? Showdown in 1,210 Sekunden. Showdown. Kann man Showdown mit finalem Deathmatch vergleichen? Ja. Showdown, auch ein Name. Da ist das ein Beste Showdown. Kommt. Da ist ein Spieler. Ja. Hol den dir mal. Hol den dir mal. Ah, ne, hol ihn dir nicht. Ne, rennt weg. Ah, der war hier schon drin, gell? Dann brauchen wir gar doch, nicht. Doch, holen dir. Was weiß ich. Aber nimm dir Rüstung oder so. Nein, hol ihn dir nicht. Doch, hol ihn dir. Jetzt kannst du. Jetzt müssen wir helfen. Ja, ich helf mir dem Apfel nach, komm. Genau, hau ihm den Apfel auf den Kopf, schnell. Ja, ich Alter, will ja wieso rennt machen, ihr so aber schnell, der läuft so weg. Ja. Aber ich hätte noch einen Goldapfel zur Not, also ich könnte mich retten. Aber der reckt wahrscheinlich jetzt. Das heißt, wir müssen den schnell jetzt den Weg abkürzen. Tja, sag mir das, ich bin jetzt 1 Kilometer hinter euch. Was, ernsthaft? Bist du ernsthaft so weit hinter uns? Ja, langsam schon, aber sicher. Warum hast du mir das Schwert nicht gegeben? Oh, er ist runtergefallen. Oh, ich habe ihn getötet. Du hast ihn getötet. Dafür nehme ich die Kiste hier. Ah. Hast du irgendein Schwert? Rüstung. Hast du ja, jetzt irgendein Schwert? Hier. Oh, Holzschwert. Sehr gütig. Ja, das war ja jetzt schon mal ein leichter Kill, würde ich sagen. Hast du da deine Rüstung oder ist runtergefallen, oder? Der ist runtergesprungen. Okay. Der wollte wahrscheinlich nicht, dass ich seine Eisenaxt kriege. Ach so, ja. Das ist typisch. Typisch Egoisten hier auf dem Server. Typisch Egoist. Egoist, Egoist, Egoist. Wusch, jetzt habe ich die. Ah, nee, okay. Ich dachte, ich bin verloren. So. Du bist verloren, verloren. Ja, Mann, was ist das? Ja, ich dachte schon, das wäre eine Falle. Schade. Tritt doch nicht einfach auf eine Falle. Wir müssen hier nach Schaltern Ausschau halten, weil das ist alles sehr. Ja, versteckt hier. Pass auf, was du da tust. Ich weiß. Macht Musik. Ja, wir müssen die richtigen Töne finden. Nee, Quatsch. Das wär's jetzt. So, die richtigen Töne. Da ist einer. Ich sehe ihn mit Goldrüstung. Was, GTA? Wie gut Alter. Ist. Oh, dir. Ne. Scheiße. Pass auf. Geh weg. Auswechseln. Mach ihn fertig. Ja, toll. Lebst du noch? Nein, ich bin tot. Okay, aber ich lebe noch und habe eine Dia-Axt. Und ich kann nicht. Doch, irgendwie muss ich doch. Doch. Das kann man 20, becken? Gell? Kannst du specken? Du kannst die Arena nicht. Betrete die Arena mit Spectate. Ja, doch. Ja, das ist ja wunderbar. Spectate Arena 20. Microphone muted. Microphone activated. Na toll. So, dann wollen wir mal ein bisschen rumfliegen. Achso. Spectate
Und mal hier alles eingeben, Jungs. Programmiert mal was anderes. Ja, ich bin bei dir. Das ist doch mal schön. Jetzt könnte ich die Runde noch gewinnen, glaube ich. Ich flieg mal über. Da ist doch. Da hinten in der Höhle einer? Ja, da ist einer. Da drüben? Ja, in der Höhle da. Oder? Ich meine, nee, da ist einer. Hier ist keiner. Oder wonach sieht das da aus? Da oben. Da oben drin in der Höhle, da ist doch einer. Kannst du mir dann sagen, was du willst? Da, wo du gerade hinläufst. Da ist niemand. Da, wo ich jetzt gerade hochhüpfe. Nee, nee. Da war. Also, ich sehe auch keinen Namen oder so. Nix. Ja, hier. Ach, das sind Spinnenweben. Weiß. Ja. Nee, das sind nicht die Haare eines Spielers. Nein, das sind Spinnenweben. Ach, die Map ist aber auch ganz schön groß. Ist also eine Crafting-Box, falls du eine brauchst? Also in diesem... Nee, ich wüsste nicht, was ich mir gerade craften sollte. Ich meine, ich habe eine Dia-Axt. Jawohl, läuft. Ja, die ist größer, als man denkt hier, die Map. Oh, ein richtiges Loch hier. So. Jetzt heißt es natürlich warten, hoffen, gewinnen. Ah ja, hier gibt's zwei Kisten. Eine hier oben und eine irgendwo unten immer. Aber eine Eisenaxt. Was soll ich denn bitte mit einer Eisenaxt jetzt, wenn ich eine Dia-Axt habe? Nein, kein Team. Team ist Noob. Da unten genau. Ist noch eine Kiste. Irgendwo. Team Snoop haben wir jetzt rausgefunden. Ja genau, deswegen habe ich mich erstmal erschlagen lassen, damit Monat 1 alleine spielen kann. Ja, ja. Weil sonst wäre es dann beide Kisten jetzt da drin? Weil es sind zwei Kisten im Haus. Da drin sind zwei? Ja, ja. Echt? Eine unten und eine oben. Wie soll ich denn da hochkommen bitte? Da ist keine Treppe. Jetzt bist du auf der anderen Seite. Wieso bist du auf der anderen Seite? Ja, weil ich jetzt einmal rumgelaufen bin, ne? Ach so. Weil es bei mir läuft und so. Okay. Alles klar. Ah, die untere. Oh, nee, das ist mir aber, das ist mir aber hier zu gefährlich, du. Ja. Ach, Quatsch. Doch. Showdown in 15 Minuten. Aber ich glaube, da oben ist noch eine Kiste in dem Haus. Könnte also hier so. In dieser Kiste ist gar keines. Brauchst du gar nicht Mühe machen. Ne? Na. Aber wie soll ich denn da drüben in dem Haus hochkommen? Da ist doch keine Leiter oder sowas. Das ist ein Geheimnis, gell? Ich glaube, ja. Über die Windmühle irgendwie. Nee, doch nicht. Nee, sieht nicht so aus, als könnte man da hochklären. Seltsam. Vielleicht vom einem Haus zum anderen hochspringen. Ah, hier. Hier kann man drüber springen, wenn man hier ganz oben ist. Allerdings sehr gefährlich. Ja, ich mag. ich lebe weniger no risk, no fun, aber. Hey, das klappt. Hey, ich bin tatsächlich rübergesprungen. Cool. Ich dachte, es wäre so schwer. Kam mir gerade so seltsam leicht vor. Das lasse ich dann doch mal lieber aus. So, jetzt muss ich mal schauen, dass ich die Gegner finde, ne? Ja, direkt am Spawn ist am besten. Jeder Weg führt zum Spawn zurück. Alle Wege führen zum Spawn, genau. Back to the roots. Also ich habe bis jetzt noch kein, Survival Games erlebt, wo die Kisten neu aufgefüllt waren und ich nochmal hinrennen musste. Doch, bei Gomme. Aber den Zeitpunkt habe ich nie erwischt. Oder das Spiel war schneller fertig, ich weiß nicht. Ich spiele auch noch nicht so lange auf Gomme Survival Games, aber ich habe ja jetzt endlich mal einen Sieg. Be wise. Nee. Be wise. Ist da unten Wasser? Ist da unten Wasser? Ist da unten Wasser? Warte mal, lass mal gucken. Ja, da ist rotes Wasser. Brennt das auch soll ein bisschen. Rotes Wasser sein. Oh je, ich brenne. Naja, nennt sich auch Lava. Nee, da springe ich lieber nicht rein. Punkte 20, Kills 2. Heftig. Müsst du jetzt ernsthaft noch auf dem finalen Showdown warten, bis ich die mal gefunden habe hier? Tja, so ist das Leben. Wo bist du auch da? Das wäre ja jetzt mal was für... Leer? Das wäre was für die Nudel. Was passiert, wenn ich eine goldene Karotte esse? Dann hast du voll aufgefüllt, glaube ich. Toll. Oder macht es dasselbe wie der Apfel? Keine Ahnung. Nein. Definitiv nicht. Soll aber zu Durchfall führen, habe ich gehört. Wegen dem Gold? Ja. Ist wahrscheinlich die teuerste Karotte der Welt, nur weil sie Gold drumherum hat. Ach, wo sind denn die ganzen Leute? Hier ist ein Schalter. Hey, nicht einfach am Schalter vorbeilaufen. Ja, aber ich leg so ungern Schalter um. Ah ja, aber hier sind die wichtig, die Schalter.
Ja, das hat mir jetzt aber ja nichts gebracht. War leer oder hat was drin gehabt? Doch, war was drin, aber nicht viel. Okay. Zum Beispiel war da auch gerade eine Druckplatte, da wäre ich auch nicht wirklich ohne Sinn darüber gelaufen. Ja, die Druckplatte muss man aufpassen. Manchmal kommen da diese Silberfische raus. Kann man aber XP sammeln, ist eine gute Variante. Bin ich jetzt ernsthaft einmal um die Map gelaufen? Ja, ja. Ich sagte doch, die ist nicht so riesig. Toll. Allerdings, was da? Da ist eine Kiste da drin. Ach, guck mal, ein geheimer Gang hier. Da hat die Druck. Da hat einer. Warte mal, ich guck mal, ob da. Ja, da ist eine Kiste drin, aber ob man da was drin ist, weiß ich nicht. Wo bist denn du? Weitergelaufen. Ach so. Zum Spawn. Also die Steine, die haben. Die Steine. Ach, der. Ich glaube, das Ding hat bei den Steinen-Dinger einen Geheimgang geöffnet. Oder der ist schon vorher da, weiß ich nicht. Naja. Sind jetzt hier auch irgendwo Leute oder sowas? Es sind noch... Ja, ihr seid zu Dr. dritt. Dr. Seltsam wurde von Yasselwassel erschossen. Erschossen? Ja. Echt, gibt's hier Waffen? Wusste ich gar nicht, dass wir in Battlefield sind. Wow, ich hab gedacht, da wäre ein Spieler oder so. Der jetzt like Tarzan... Alles klar. Erschossen. Okay. Kann passieren. Call of Duty 2.0. Battlefield Hardline. Wurde wahrscheinlich mit einem Pfeil erschossen. Das stelle ich mir auch so vor. Wir haben jetzt noch Angelo und Yasselwassel. Ja, wenn ich Angelo und Yasselwassel finden würde, dann wäre mir schon... Seid ihr Team? Team? Ja. Also das heißt, er ist nicht Team. Ja, gut, das bedeutet, jetzt weißt du mehr als er. Das ist gut, gell? Ja. Oh, hier ist ein Zaubertisch. Aber was soll ich denn bitte ver... Was? Oh, warum ist Showdown dann schon in einer Minute? In 56 Sekunden. 55 Sekunden. Oha, wahrscheinlich, weil wir nur noch zu dritt sind. Hier ist auch noch eine Kiste leer. Na dann, okay, Spieler. Wo? Yasselwassel, ich will noch in Showdown! Ich will in Showdown! Nein. Ah, fuck. Das war wohl nix. Aber ein langer Kampf, muss man schon sagen. Ja, du hast eine Chance gehabt, in den Showdown zu kommen. Doch leider war Yasselwassel besser. Schade. Okay. Naja. Gut. Das war's. Dann gehe ich erstmal in den Hub, bevor ich aufhöre. Ja. Nee, geht so nett. Okay. Also, Leute, das war's. Wir sehen uns wieder beim nächsten SG. Auf welchem Server auch immer. Wahrscheinlich Gomma HD oder Rennschnitzel. Oder beides. Mal sehen. So, ja, dann wünschen wir euch was. Bis zur nächsten Folge von Survival Games. Macht's gut. Haut rein. Genau. Bye bye. Tschüss.